In den vergangenen Jahren geriet die Kunst des Buttermodelstechens bzw. Schnitzens fast in Vergessenheit. Seit die Butter von der Alm wieder mehr nachgefragt wird, erfreuen sich auch die individuell hergestellten Buttermodeln wieder größerer Beliebtheit. Aber nicht mehr viele beherrschen die Kunst des Buttermodelstechens, wie Josef Kohler aus Schwarzenberg in Vorarlberg. Er schnitzt seine Buttermodel aus einem Stück Holz, wobei beim Rohling die Form der Buttermodel mit Griff und Fassung schon erkennbar ist. Für ein Viertelkilo Butter muss die Model 10,5 cm lang, 7 cm breit und 3,5 cm tief sein. Das wichtigste Werkzeug ist das Schnitzmesser, welches seinen Stich im Schnitzwerk hinterlässt. Mit dem Schnitzmesser arbeitet er sich bis zum Boden durch, sodass nur noch der Rahmen übrig bleibt. Das tut jetzt einmal nicht da. Jede Buttermodel muss konisch angelegt sein und nach unten enger werden, damit die Butter leicht herausrutschen kann. Maßgebend ist ganz oben die, unten der Boden muss etwas kleiner sein als wie außen. Als der Butter, wenn man noch herausnimmt, als er gerne rauskommt, also da unten nicht größer sein wie der Auslauf. Oder? Also da nicht größer sein, dann kommt er gut heraus. Oder? Eine Buttermodel dient dazu, der Butter eine kompakte, ansehnliche Form zu geben und ist oft am Boden der Form reich verziert. Es muss genau auf jedes Detail geachtet werden, wenn man eine Buttermodel sticht, denn an der weichen Butter sieht man auch jedes Detail der geschnitzten Ornamente. Der Boden der Buttermodel ist dem eben bearbeiteten Rohling entnommen worden. Die Kerbschnitzmuster, die in den Boden der Model geschnitzt werden, sind unterschiedlich. Vielfach sind es Blumen, aber auch religiöse Motive zu den verschiedenen Festtagen wie Ostern oder Pfingsten oder manchmal auch der Name der Alm. Nicht vergessen sollte man vor allem bei Schriftzügen, dass die Ornamente spiegelbildlich angelegt werden, damit sie am fertigen Produkt der Butter in der richtigen Form zu sehen sind. Wenn das fertig ist, und so tue ich den da gewechselten Leim an, oder? Das Schifferleim nehme, wie es dann ausschaut und dann wird das noch. Der Boden der Model wird aus dem Rohling an der Unterseite abgeschnitten, damit er dann möglichst exakt am Rahmen wieder befestigt werden kann. Es gibt auch Buttermodeln, die aus einem Stück gefertigt sind. Das Aufleimen des Bodens gibt es aber auch schon seit mindestens 100 Jahren. Wenn die Buttermodel nicht aus einem Holzstück geschnitzt ist, ist besonders darauf zu achten, dass der Boden exakt an die Form bindet, damit es in keiner Modelecke die Möglichkeit der Schimmelbildung gibt. Beim Fixieren des Bodens mit Leim muss auf eine exakte Arbeitsweise geachtet werden. Damit der Boden sicher nicht verrückt, wird er noch mit Holzdübel fixiert, die mit dem Klüpfel, dem Schnitzerhammer, in das Holz getrieben werden. Wichtig ist beim Arbeiten mit der Butter, dass das Holz der Model etwas wärmer bleibt als die Butter selbst. Damit ist gewährleistet, dass die Butter gut aus der Model rutscht.